Wann soll ich meinen Antrag auf eine Altersrente stellen? Mein Name ist Peter Knöbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, in diesem Video geht es gar nicht so sehr um die Frage, ob und wie und wann Sie die Voraussetzungen für eine Altersrente erfüllen, sondern es geht schlicht und ergreifend um die Frage, zu welchem Zeitpunkt sollen Sie Ihren Altersrentenantrag stellen? Ist es 3 Monate vor Rentenbeginn? Ist es 6 Monate vor Rentenbeginn? Ist es 12 Monate vor Rentenbeginn? Wie ist da jetzt die Rechtslage? Gibt es da Vorschriften, die das vorsehen? Und wie ist die Erfahrung von Rentenbescheid24.de in der Zusammenarbeit mit der gesetzlichen Rentenversicherung? Meine Damen und Herren, wir haben eine Anfrage bekommen von einem Interessenten, der sich für unsere Leistung interessiert und der hat nachgefragt oder der hat uns geschrieben, dass er in Altersrente gehen will. Er will seinen Ruhestand jetzt irgendwie mal genießen nach 45 Jahren Arbeit. Er braucht die Rente natürlich auch für seinen Lebensunterhalt und deshalb ist er auf eine pünktliche Zahlung der Rente angewiesen. Und er stellt natürlich dann die Frage, wann soll ich denn nun den Antrag auf die Altersrente stellen? Wie sieht es denn da mit dem Arbeitsverhältnis aus? Endet mein Arbeitsverhältnis automatisch? Ich bin unsicher, wie ich mich verhalten soll. Er hat gelesen, er hat gelesen auf der Internetseite von der Deutschen Rentenversicherung, dass er den Rentenantrag 3 Monate vor Beginn der Rente stellen soll. Meine Damen und Herren, als allererstes, es gibt aus unserer Sicht keine gesetzliche Vorgabe, wo drin steht, dass ein Rentenantrag 3 Monate oder 12 Monate oder 6 Monate vor Rentenbeginn zu stellen ist. Also das gibt es nirgendwo. Es ist praktisch im Grunde genommen diese Arbeitsempfehlung der Rentenversicherung, die sagt, 3 Monate vor Beginn einer Altersrente reicht das völlig aus, dass man den Rentenantrag für eine Altersrente stellen kann oder sollte. Da sage ich, na ja, meine Damen und Herren, wir erleben das, es gibt da so verschiedene Ebenen, die man dabei betrachten sollte. Die erste Ebene ist, es kommt immer darauf an, ob, wenn es wirklich 3 Monate sein sollen, dass dann wirklich schon alles geklärt ist mit der Rente. Das heißt also, wir haben keine Probleme mit fehlenden Zeiten. Es muss keine komplizierte, aufwendige Kontenklärung durchgeführt werden. Und das Zusammenspiel der Akteure stimmt. Und der Kunde möchte natürlich die Hochrechnung dann haben. So, und genau wenn diese Punkte geklärt sind, dann kann das mit den 3 Monaten sicherlich schon noch stimmen. Aber wenn das mit diesen Punkten nicht hinhaut, dann stimmt das mit den 3 Monaten keineswegs. Dann bewegen wir uns. Wir empfehlen das ja grundsätzlich immer im Bereich 6 Monate vor Rentenbeginn. Würden wir empfehlen, sollten Sie den Rentenantrag stellen. Das ist auch ein Zeitraum, der für die Rentenversicherung völlig übersichtlich ist und auch sozusagen einen entsprechenden Zeitpuffer bis zum Rentenbeginn bereitstellt, um offene Fragen, die im Zusammenhang mit dem Rentenantrag entstehen können, noch zeitig genug abzuklären. Und meine Damen und Herren, denken Sie auch bitte daran, immer mehr Versicherte gehen in Rente. Ja? Immer mehr stellen einen Rentenantrag. Früher war das überhaupt kein Problem. Da haben sie bei der Deutschen Rentenversicherung angerufen und haben gesagt, Leute, wie sieht es denn aus? Ich möchte nächste Woche in Rente. Dann ging das relativ flott. Jetzt ist es so, haben wir im Jahr 2024, werden wir uns wahrscheinlich auf 1 Million Rentenantragsteller für eine Altersrente bewegen. Das sind gigantische Zahlen, meine Damen und Herren. Die Babyboomer gehen in Rente und die Deutsche Rentenversicherung hat ja auch nicht mehr Personal. Auch die haben mit der Altersdemografie zu kämpfen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ja der Antragsflut hinterherkommen. Und nicht nur Sie stellen einen Rentenantrag, sondern wir stellen ja auch Rentenanträge für unsere Kunden und die Rentenversicherung muss auch die Rentenanträge bearbeiten. Und damit besteht schon die Gefahr, alleine schon aufgrund der größeren Anzahl der Rentenanträge, dass sich die Bearbeitungszeit von Rentenanträgen bei der Deutschen Rentenversicherung einfach verzögert. Das ist eine völlig normale Sicht der Dinge aufgrund der altersdemografischen Entwicklung, die auch beim Personal der Rentenversicherung nicht Halt machen. Wir empfehlen auch aus diesem Grund, stellen Sie Ihren Rentenantrag 5 bis 6 Monate früher. Wir sagen doch besser 6 Monate früher. Das halten wir grundsätzlich für völlig in Ordnung. Und damit haben Sie auch wiederum Zeit, hier die entsprechenden Dinge dann
gut abzuklären. Und dann gibt es noch ein ganz anderes Problem, was man sozusagen gar nicht so sehr im Blick hat. Wenn Sie einen Rentenantrag stellen, sind Sie ja nicht allein auf dieser Welt, Sie und die Rentenversicherung, sondern da kommen noch andere Akteure mit ins Spiel. Zum Beispiel Ihr Arbeitgeber. Sie beantragen die Hochrechnung. Ihr Arbeitgeber bekommt dann von der Rentenversicherung bestimmte Formulare zugesandt, die er ausfüllen muss. Er macht das nicht rechtzeitig genug. Damit verzögert sich möglicherweise die Beantragung oder die Bearbeitung des Rentenantrags. Oder aber die Krankenkasse spielt nicht mit, weil irgendein Mitarbeiter, der die Feststellung für die Krankenversicherung der Rentner bearbeiten muss, krank geworden ist. Oder vielleicht haben die dort auch Personalprobleme. Da verzögert sich auch irgendetwas. Oder aber andere Leistungsträger sind noch mit ins Boot zu holen, wie zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit, das Jobcenter und, und. Auch dort herrscht aktuell akuter Personalmangel. Natürlich, was passiert denn, wenn zum Beispiel Ihre Kontendaten noch nicht geklärt sind oder zum Beispiel Auslandszeiten noch abgefragt werden müssen? All das kann hier entsprechend die Bearbeitung des Rentenantrages verzögern. In solchen Fällen empfiehlt es sich auch, einen Rentenantrag zu stellen, sicherlich, aber dann eben als Vorschussleistung. Zu sagen, okay, wenn dann irgendwelche Zeiten fehlen oder irgendetwas noch ungeklärt ist, dann bitte aber mit den Daten mir meine Rente berechnen, die jetzt bei Ihnen vorliegen, damit ich dann sozusagen nicht ewig um 3 Tage warten muss. Oftmals ist es so, dass verschiedene Rentenversicherungsträger diesen Anträgen nicht folgen, weil die wollen im Grunde genommen den Rentenbescheid dann vollständig haben. Das halten wir für rechtlich nicht zulässig. Die Rentenversicherungsträger, jeder Rentenversicherungsträger muss das SGB I kennen und dort steht ganz klar drin, dass Geldleistungsempfänger in geeigneten Fällen Anspruch auf Vorschussleistung haben. Und das ist bei der gesetzlichen Rente eigentlich null Problem, auch hier eine entsprechende Vorschussleistung zu berechnen und dann im Grunde genommen die anderen Dinge einfach abzuklären. Ja, meine Damen und Herren, so sieht es aus. Nicht immer klappt es mit der zeitnahen Bearbeitung. Das muss nicht immer zwingend an der Rentenversicherung liegen. Das kann auch am Arbeitgeber liegen. Das kann natürlich aber auch am Versicherten selbst liegen, wenn der nämlich zum Beispiel einfach auf mehrere Nachfragen hin, das erleben wir auch relativ häufig bei uns in der Rentenversicherung, bei uns in der Kanzlei, bei Rentenbescheid24.de, dass er einfach uns die Daten nicht liefert. Ja, dann sind uns auch manchmal die Hände gebunden und dann müssen wir halt eben eine Mail nach der anderen schreiben und sagen, Mensch, wollen Sie Ihre Rente nicht pünktlich haben? Und irgendwann mal ist dann auch Schluss mit lustig und dann geht es dann in den Bereich der Mitwirkungspflicht. Ja, und dann gibt es natürlich auch da Riesenprobleme. Also, nicht immer ist die Rentenversicherung schuld, aber wir sagen, 6 Monate vor Rentenbeginn sollten Sie spätestens Ihren Antrag auf eine Altersrente stellen. Gleichsam auch eine entsprechende Beantragung der Weitergewährung einer Rente wegen Erwerbsminderung halten wir 6 Monate aufgrund der katastrophalen Situation im Bereich der Begutachtung. Da fehlen ja auch die Leute, halten wir auch für ja, fast schon zu spät. Wir sagen schon 6 Monate mindestens bei einer Weitergewährung, aber bei den Altersrentenanträgen sind 6 Monate aus unserer Sicht vor Rentenbeginn ausreichend. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.